So, wir sind online. Ja, Hallihallo, meine Damen und Herren, nach einem unglaublich spannenden Einführungsreferat in die Welt der Management-Philosophie mit Patrick Cowden treffen wir jetzt oder kehren wir zurück nach Fresach und ich begrüße im Studio und im Evangelischen Museum vor Ort Susanne Schnabel vom ORF und Dr. Norbert Zimmermann und ich übergebe das Wort gleich an Susanne. Guten Morgen, ja, auch von uns allen hier aus dem idyllischen Fresach. Einen schönen guten Morgen kann man nicht mehr sagen, einen schönen Vormittag. Inmitten eines so idyllischen Ortes, ja, inmitten bewegter Zeiten, nämlich wir befinden uns ja noch immer in der Pandemie. Während der Corona-Krise, so ich glaube, jetzt funktioniert alles. Und die ja viele Fragen aufwirft, so viele Antworten dazu gibt es nicht, aber ich bin auf der Suche und habe heute jemanden, der aus berufendem Munde vielleicht viele Antworten liefern kann auf die drängenden Fragen dieser Zeit. Unser spannendes Motto lautet nämlich einmal Zukunft und zurück, wie die Industrie sich in so einer Krise neu erfinden sollte, muss man sagen, und wie könnte die Politik dabei behilflich sein. Wir begrüßen bitte alle miteinander den Industriellen Norbert Zimmermann. Ich erkläre ganz kurz, er ist Hauptaktionär des Industriekonzerns Berndorf AG und Kernaktionär des von Schoeller-Bleckmann. Wer es nicht genau kennt, Weltmarktführer in gewissen Bereichen, was die Ölfeldausrüstung betrifft. Also wir kommen, jeder kann schon sich denken, worum es geht. Wenn wir von Öl und Gas reden, werden wir natürlich von der Klimakrise heute reden. Danke fürs Kommen, Herr Zimmermann. Ja, danke schön und schönen guten Morgen hier in Fresach. Herr Zimmermann, wir wollen gerade anfangen mit das, was uns alle sehr bewegt, nämlich wir schlittern jetzt hoffentlich aus einer Gesundheitskrise heraus, die noch für viele von uns hat, haben das noch nicht erlebt seit dem Zweiten Weltkrieg, eine der größten Gesundheitskrisen. Und jetzt sind wir aber mitten in einer veritablen Wirtschaftskrise. Viele Wirtschaftsforscher weltweit sprechen von der Mutter aller Rezessionen. Wie existenziell aus Ihrer Sicht, aber vor allem aus Erfahrung als Industrieller ist denn diese Krise? Das Problem, das wir heute vor uns haben, dass niemand Erfahrung hat mit so einer Situation. Denn wir haben eine Gesundheitskrise in manchen Ländern noch mittendrin, bei uns Gott sei Dank offenbar ausschleifend. Zu dieser Gesundheitskrise gesellt sich ein normaler Zyklus, denn man darf nicht vergessen, wir haben seit 2009, seit der Finanzkrise, ständig wachsende Wirtschaft gehabt. Wir haben Höchstbeschäftigung gehabt. Wir haben eine niedrigste Anzahl an Arbeitslosen gehabt. USA ist da zum Beispiel zu nennen, auch bei uns. Das heißt, es ist 10 Jahre lang aufwärts gegangen. Und ich habe in meinen 50 Jahren circa, in denen ich berufstätig bin, nie einen so langen anhaltenden Konjunkturzyklus gesehen. Also es musste ein Bruch kommen. Man hat nur nicht genau gewusst, woher und warum. Es überlagert sich eine Energiekrise, es überlagert sich das Thema Klimawandel und jetzt kam aus heiterem Himmel der sogenannte schwarze Schwan, das Coronavirus daher. Aber zur Bestimmung noch einmal, also wie existenziell ist die, wenn wir von einer Krise reden, wenn wir von Jobs reden, auch in den Nachrichten, das ist dann immer sehr abstrakt, dahinter stecken ja Existenzen. Ist das Schlimmste aus Ihrer Expertise heraus jetzt gerade da oder steht noch Schlimmeres bevor? Reden wir vielleicht von einer zweiten großen Kündigungswelle, noch mehr Arbeitslosen, noch mehr Menschen, die vielleicht in Kurzarbeit geschickt werden? Ja, Faktum ist, dass ca. 1,2 Millionen zur Kurzarbeit angemeldet sind. Faktum ist, dass die Arbeitslosigkeit über einer halben Million ist. Also auch das ist ein Rekord. Und was wir zu erwarten haben werden, ist eine ganze Reihe von Insolvenzen. Jede Woche hört man, jetzt gestern lese ich gerade, dass die Firma Huber zum Beispiel, ein Traditionsunternehmen in Vorarlberg, wo ich herkomme, offenbar Insolvenz anmelden muss. Und das wird so dahingehen. Das heißt, unterfinanzierte Firmen werden diese Krise nicht überleben. Leider sind sehr viele kleine und mittlere Unternehmen betroffen, deren Eigenkapitalstärke nicht herausragend ist.
große Unternehmen, die vorgesorgt haben, die krisenerprobt sind, die ausreichend Liquidität vorgehalten haben und aufs Eigenkapital geschaut haben, die werden diese Krise überleben. Ich hoffe, wir gehören dazu. Herr Zimmermann, das, was Sie beschreiben, nennt man dann in der Wirtschaftssprache Marktbereinigung. Die Gesunden, die Fitten überleben. Diejenigen, die unterfinanziert sind, wo das Eigenkapital ausreicht, nicht. Ist das die Lehre aus dieser Krise, dass man sagt, das ist halt der Lauf der Dinge? Oder kann man dagegen steuern? Es ist ja auch die Stunde des Staates. Also Sie sind ja, sitzt ja jemand hier mit unserem Podium, der durchaus kritisch ist, dass der Staat nicht immer der beste Eigentümer und der beste Unternehmer ist. In welche Richtung, glauben Sie, sollte das aus Ihrer Meinung nach gehen? Ich glaube, das Problem, das wir jetzt haben, ist, dass ja ein politisch angeordnetes Bremsmanöver stattgefunden hat in der Wirtschaft, also ein Stillstand angeordnet wurde. Das hat es ja auch nie gegeben. Normalerweise wäre eine Krise herangekrochen und hätte also dann diesen Auslöseprozess, von dem Sie reden, herbeigeführt. Aber jetzt ist ja auf einen Schlag die Wirtschaft stillgestanden und das ist eine völlig neue Situation. Und da hat es wieder Unternehmen getroffen, ganz spezifisch den Tourismus. Und Österreich erwirtschaftet im Tourismus ungefähr 60 Milliarden Euro. Und wenn diese Branche 2-3 Monate stillsteht, dann kann man sich ausrechnen, wie viel Wertschöpfung fehlt. Am Tourismus hängen viele Handwerksbetriebe. Die Renovierungen in den Hotels, wer wird die finanzieren, ist die Frage. Wir, Berndorf steht ja für Besteck, wir haben noch ein kleines Unternehmen, das sich mit Besteck beschäftigt und dafür Kultur, und sind von heute auf morgen die Umsätze auf null weggebrochen in diesem Bereich. Gott sei Dank hat sich Berndorf weiterentwickelt in den letzten 30 Jahren und ist keine Besteckfirma mehr. Aber hätten wir nur dieses eine Produkt fortgepflegt, dann wären wir heute pleite. So ist die Realität. Unser übergeordnetes Motto dieser Toleranzgespräche lautet der Exodus, also der Auszug aus dem Vertrauten. Jetzt habe ich im Vorfeld auch schon ein Interview führen dürfen mit dem Chef von Magna Steyr Europa, nämlich dem Herrn Abfalter. Und der sagt, die Lehre für ihn aus diesem abrupten Auszug, kann man es nicht nennen, ist eigentlich Herausreißen aus dem Vertrauten. Sie haben es schön beschrieben, das Wirtschaftswachstum, das immer weiter nach oben gegangen ist, muss, das ist seine Lehre, eine Entschleunigung sein. Zitat, ihm ist lieber eine flachere Kurve, aber dafür hat man mehr auch als Unternehmer, auch für die Wirtschaft, auch für die Menschen Planbarkeit. Sollte das so eine Lehre sein? Was wir lernen, das werden wir am Ende des Tages sehen. Jetzt wird die Entschleunigung gelobt. Das ist am Anfang ganz nett, wenn man vier Wochen quasi Zwangsurlaub hat. Aber irgendwann ist den Menschen auch die Decke am Kopf gefallen. Ich darf zu uns sagen, unsere Betriebe haben weitgehend, mit einigen Ausnahmen, weitgehend durchgearbeitet. Ich habe es für sehr wichtig erachtet, dass wir jetzt nicht in den Stillstand auch mit hineinkippen, sondern dass wir versuchen, so gut wie möglich normal weiterzuarbeiten. Und die gute Nachricht ist, Corona war in den Fertigungsbetrieben kein Thema. Es war ja zu befürchten, dass eine Massenseuche ausbricht und die Leute nicht mehr am Arbeitsplatz erscheinen können, dann wäre es auch für uns vorbei gewesen. Also wir haben bis heute Aufträge abgearbeitet, die unsere Kunden Gott sei Dank schon früher platziert haben. Aber nochmal zur Krise zurück. Jetzt geht es ums nackte Überleben für ganz viele Branchen besonders. Krise kann immer auch eine Chance sein, also etwas zu verändern. Ist diese Krise eine Chance? Sehen Sie das auch so? Jede Krise ist eine Chance. Wir werden eine Menge lernen daraus. Wir werden lernen, was man weglassen kann. Ich nehme das Thema Fliegen. Aus eigener Erfahrung, wie ich also selber noch CEO, also Vorstand in der Firma war, war ich ungefähr 120 Tage im Jahr in der Luft. Ich glaube, das ist so nicht notwendig. Also mit der heutigen Technologie der Kommunikation, unsere Zuhörer sitzen irgendwo auf der Welt, wir sitzen hier in Freisach. Das ist möglich. Das heißt, man kann hier Mischformen des geschäftlichen Lebens entwickeln. Das wird das Lernen sein. Wir haben gelernt, wie man eben neue Technologie einsetzt und weniger Flugkilometer zurücklegt. Denn ich habe es auch nicht besonders erfrischend gefunden, eben
etwa 120 Tage im Jahr in Hotels und im Flieger zu sitzen. Das kann dann ein Beschleuniger für die Digitalisierung vor allem sein? Ist ein Beschleuniger für die Digitalisierung. Das ist ja auch, wir haben ja eine ganze Reihe von Entwicklungen, die ja schon herangereift sind. Und das ist halt jetzt offenbar geworden, dass es hier Gott sei Dank eine technische Entwicklung gibt, die uns hier auch weiterhilft, dass wir nicht völlig untergehen. Jetzt haben wir über den Überlebenskampf der Firmen gesprochen, da springt der Staat ein, denn es geht ja nicht um Jobs, sondern um Existenzen von Menschen, von Familien. Wenn wir jetzt von der Chance dieser Krise sprechen, Herr Zimmermann, wie schätzen Sie das auch als Beobachter natürlich der Politik ein? Weil unser Thema ist auch, wie sehr kann die Politik behilflich sein? Wird diese Chance genutzt oder kann sie genutzt werden, um als Hebel zu gelten, wenn wir jetzt auf die nächste Krise, in der wir ja ohnehin schon lange mittendrin sind, sie ist nur nicht so virulent oder wird beziehungsweise so wahrgenommen, wir reden von der Klimakrise. Zunächst einmal zur Verantwortung der Politik. Keiner von uns wollte in dieser Situation gewesen sein, zu entscheiden, ab Dienstagabend wird alles zugesperrt im Land. Das war unbekanntes Terrain. Da muss man auch nachsichtig sein. Ich warne nur vor einem, jetzt plötzlich zu glauben, dass uns die Politik alle Probleme lösen wird. Wir sehen enorme operative Umsetzungsschwächen, auch bei uns im Land. Ich habe schon sehr früh gesagt, die Fördersysteme werden das nicht packen. Die Bürokratie wird die Abwicklung der vielen Milliarden nicht packen. Leider habe ich recht gehabt. Ich habe auch in Frage gestellt, ob das Sozialversicherungssystem das aushalten wird, wenn Beiträge nicht mehr bezahlt werden, wenn also die Unternehmen einfach nicht mehr können. Und jetzt noch eins draufzusetzen und zu glauben, der Staat könne Eigentümer aller dieser Betriebe werden, die in Not geraten sind, dann sage ich nur gute Nacht. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe vor über 30 Jahren aus der verstaatlichten Industrie ein marodes Unternehmen übernommen und ich weiß, der Staat kann Eigentümer nicht. Das ist Ihr Befund aus der Erfahrung, aber Herr Zimmermann, das ist ja, bevor wir zur Klimakrise kommen, auch eine soziale Krise. Also die Ungleichheit wird ja dadurch größer werden. Wer, wenn nicht der Staat, kann denn dann da entgegensteuern? Gute Frage. Der Staat kann zwischenzeitlich einspringen und wenn es zum Beispiel, wir reden über die Übernahme der Auer. Natürlich wäre es eine Tragödie, wenn die Auer untergehen müsste für die Beschäftigung, für den Standort Schwechat, für viele Unternehmer, die internationale Anbindungen brauchen. Das heißt, ja, da hat der Staat jetzt eine Aufgabe, aber ich glaube, die Aufgabe sollte mit einem Ablaufdatum versehen werden von vornherein. Das heißt, es sollte der Einstieg klar definiert sein, aber auch der Ausstieg. Und ich halte nichts davon, wenn eines Tages eine große verstaatlichte Industrie dasteht, die letztlich politisch beeinflusst ist, das hat noch nie funktioniert. Jetzt fallen ja, ob der Staat jetzt einspringt als Haupteigentümer oder es Staatshilfen auch für KMUs etc. gibt, um eben Jobs abzusichern, Existenzen zu sichern, Milliarden von Kosten ab. Wir haben das ja erlebt, heute nämlich mit Verzögerung eines Fehlers wurde das Budget beschlossen im Parlament, also wie wir jetzt da sitzen, eben vor, glaube ich, einer Stunde. Die Frage, die sich die Menschen jetzt vielleicht noch nicht so stellen, aber die Diskussion wird unweigerlich kommen. Wer wird das bezahlen? Wenn die Wirtschaftsleistung um 10% teuer zurückgeht, dann kostet das 40 Milliarden, dann wird die Rechnung am Ende des Tages zu stellen sein. Meine These ist, es werden sich alle wehren, Sie, die hier im Raum sind, Sie, die dazuhören, dass Sie überproportional hier mitzahlen sollen. Die Wahrheit wird sein, die Schulden, die der Staat jetzt aufnimmt, sind zinsenfrei oder annähernd zinsenfrei. Über eine Inflation von 2-3% im Jahr, wenn man jetzt die Staatsschulden hochrechnet und dann die Inflation dagegen rechnet, dann könnte sich in einem Zeitraum von 10-15 Jahren die Schulden, die jetzt aufgenommen werden, über die Inflation abgetragen werden. Inflation heißt ja auch höhere Verbrauchssteuern in Euro, heißt höhere Steuern in Euro.
Und auf diese Weise könnte eine einmalige große Kreditaufnahme über einen entsprechenden Zeitraum abgetragen werden. Das ist auch so die Lesart des Finanzministers, wenn man zuhört. Also die Zinsen sind niedrig. Dann geht es darum, um Konjunkturpakete die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Beziehungsweise, jetzt sind wir bei der Klimakrise. Wie sehr kann das und muss das, finden Sie, als Hebel dienen? Sie haben nämlich auch in einem Interview hier eingangs gesagt, Sie glauben, dass diese Krise, also beziehungsweise der Green Deal zulasten dieser Krise gehen wird, dass man eben nicht investieren wird, beziehungsweise das Hebel nutzen kann, um die Wirtschaft grüner, digitaler, innovativer zu machen. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig jetzt, dass, und das war die Aussage konkret, dass man jetzt die Wirtschaft nicht überfrachtet mit mehreren Themen auf einmal. Ich glaube, jetzt ist es einmal wichtig, dass wir aus dieser Corona-Krise herauskommen. Es ist wichtig, dass möglichst viele Betriebe erhalten bleiben. Es ist wichtig, dass möglichst viele Arbeitsplätze wieder in die Gänge kommen. Das hat jetzt absolute Priorität. Wenn man jetzt hergeht und mit der gleichen Wucht Vorschriften entwickelt, um den Klimawandel möglichst rasch einzubremsen, dann könnte es sein, dass es das System einfach überfordert und dann nichts mehr leistbar ist. Das ist das, was ich gemeint habe. Wir haben bei der Klimakrise mehrere Bilder zu betrachten. Es gibt ein globales Bild. Fast 50% der CO2-Emissionen kommen aus China. China 28% und 15% aus den USA. Europa spielt eine Vorreiterrolle ideologisch, aber hat keine super Bedeutung, was die Emissionen anbelangt. Österreich emittiert 90 Millionen Tonnen CO2. Das sind 0,05% der Weltemissionen. Wenn wir also glauben, dass wir in Österreich ab morgen den Klimawandel einbremsen können, dann unterliegen wir einem Irrtum. Ich bin hier für positive Ansätze. Wir haben das auch diskutiert. Wir vergessen ganz, dass der Output eine Seite ist. CO2-Output ist eine Seite, 90 Millionen Tonnen im Jahr. Aber es gibt auch CO2-Konsumation. Und da hat Österreich einen unglaublichen Charme. Die Hälfte unserer Fläche ungefähr ist mit Wald bedeckt. Das sind 4 Millionen Hektar. 4 Millionen Hektar konsumieren die Hälfte des CO2-Outputs unseres Landes. Nur eine Orientierung, der Verkehr in Österreich redet man von 14 Millionen Tonnen. Der Forst, die Forste, die wir haben, konsumieren dreimal so viel wie der Autoverkehr. Wenn man jetzt hergeht und schlecht durchdacht mit politischen Kampagnen und Schlagworten an den Klimawandel herangeht, dann macht man den größten Fehler. Ich sehe positive Ansätze, die wären auch für die Bürger meines Erachtens eine gute Botschaft. Stärken wir doch unsere Forstwirtschaft, stärken wir unsere Holzwirtschaft. Wir haben hervorragende Betriebe in diesem Bereich und erhöhen wir die CO2-Konsumation und schauen wir auf den Output, aber jetzt nicht mit der Brechstange, dass morgen Sie alle Ihre Autos, die halt Benzin- oder Dieselmotoren haben, austauschen sollen gegen eine Technologie, wo man nicht weiß, ob es die beste ist, nämlich der E-Antrieb. Jetzt werden aber viele Wissenschaftler einwenden, Herr Zimmermann, das wird zu spät sein. Österreich hat sich natürlich auch rechtlich verpflichtet, bis 2030 die Emissionen zu senken. Und viele sagen auch, gerade jetzt muss es ja gehen, beziehungsweise kann das als Hebel genutzt werden, nicht mit der Brechstange, sondern intelligent. Ist das eine Chance, um jetzt das Verhalten der Menschen, also was uns diese Krise schon gelehrt hat, das ist, dass die Regierung ja die Bevölkerung in dem Sinne, solange es logisch nachvollziehbar ist, das war es bei Covid-19, als Verbündeten hat. Also kann niemand mehr sagen in der Politik, es geht nicht. Also ich glaube, wichtig ist, dass wir das Thema nicht mit Bedrohungen angehen, weil Angst haben wir alle schon genug gehabt jetzt in der Corona-Krise. Ich glaube, es reicht. Die Psychologen und Psychiater könnten ein Lied singen, wie ihre Ordinationen im Moment frequentiert sind. Angst haben wir genug gehabt. Wir brauchen jetzt nicht noch einmal 100.000 Bilder von verdorrten Bäumen und rissiger Erde. Wir brauchen positive Ansätze, wie man konstruktiv die CO2-Thematik löst. Ich gebe Ihnen ein zweites Beispiel. Ich habe gesagt, Holz.
Wasserstoff ist ein Thema. Wir haben eine Firma in Berlin, das ist ein Engineering-Unternehmen und Anlagenbauunternehmen, beschäftigt sich intensiv mit dem Wasserstoffprogramm in der Bundesrepublik Deutschland. Deutschland hat sich vorgenommen, bis 2030 3 Gigawatt Energie aus sogenanntem grünen Wasserstoff zu erzeugen. Das heißt, man nimmt die Alternativenergie Wind, Sonne und wandelt Wasser in Wasserstoff auf, weil man kann Energie nicht beliebig speichern. Wasserstoff ist der ideale Zwischenspeicher für Energie. Das gibt es ganz konkret in der Bundesrepublik. Ich suche in unserem Regierungsprogramm solche konkreten Zielsetzungen. In unserem Regierungsprogramm steht wenig über die Forstbetriebe drinnen, steht wenig über Wasserstofftechnologie drinnen und es steht viel über irgendwelche Details drinnen, die völlig uninteressant sind und auch nichts bringen. Also mein Appell ist, gehen wir mit den aussichtsreichen, großen Themen positiv an den Klimawandel ran. Herr Zimmermann, das ist das Ziel. Sie sagen Innovation eben, was Holz anbelangt, da ist Österreich ja sehr gesegnet eben mit dem Holzbestand, Wasserstoff, also das heißt Technologie, Forschung etc. Das steht am Ende. Aber wie soll der Weg dorthin ausschauen? Günter Abfalter hat im Gespräch gesagt, zum Beispiel in Graz, Magna Steyr entwickelt solche Fahrzeuge. Aber sie warten noch immer auf eine Entscheidung der Politik, die dann eben sagt, so, das ist Sache. Zum Beispiel in Innenstädten darf man nicht mehr mit dem Diesel etc. etc. Dann hätte die Industrie nämlich ein Ziel, wohin sie produzieren soll. Ist es das, was wir brauchen? Nochmal, mit Verboten werden wir die Bevölkerung nicht bekommen. Also wenn Sie den Leuten verbieten, Auto zu fahren, sie können ja die Kilometer kontingentieren. Also ich zeichne eine Horrorvision. Jeder von uns hat eine Bürgerkarte und da steht drauf, wie viel CO2 wir im Jahr verbrauchen dürfen. Wir können uns aussuchen, ob wir die Ölheizung abdrehen oder ob wir nicht mehr Auto fahren oder auch keinen Flug mehr buchen. So kann es nicht gehen. Wir müssen einen positiven Aufbruch schaffen und die Technologien sind da. Die Technologien sind am Weg und ich glaube nur, dass man, wie Sie sagen, wegkommen sollte von dieser Blockade, die einen verweigern und behaupten, es gibt überhaupt keinen Klimawandel, die anderen wollen es forcieren mit der Brechstange und machen irgendwelche undurchdachten Fahrverbote oder Einschränkungen. So werden wir es nicht hinkriegen. Sie sagen staatliche Intervention, Verbote, nein. Dann, wenn wir jetzt uns jetzt in der Verhaltensökonomie anschauen, jetzt sind wir schon eben mitten in diesem Thema Klimakrise, wie ändern wir unser mobiles Verhalten? Wenn es über Anreize gibt, nehmen wir E-Mobilität, da gibt der Staat dezente Anreize aus, aber das rentiert sich für viele nicht, beziehungsweise ist es noch immer zu teuer. Reicht das aus oder muss es dann steuerliche Steuerungsmaßnahmen geben? Es wird ein großes Dilemma sein. Die Menschen werden jetzt auch bedingt durch die Corona-Krise sicher nicht reicher sein am Ende des Tages und werden sich möglicherweise weniger leisten können. Jetzt erzählen Sie diesen Leuten, Sie sollen ein E-Auto kaufen. Schauen Sie mal, was ein E-Auto kostet. Jetzt sitze ich hier. Ich möchte ja immer auch versuchen und wissen, wie es geht. Gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ich habe mir also einen Hybrid gekauft. Ich mache ganz interessante Erfahrungen und stelle fest, das ist im Sommer eine gute Lösung, im Winter nicht so sehr, weil ich ein Drittel weniger Kilometer fahren kann mit Strom damit. Also hüten wir uns davor, vorzeitig eine Menge Geld in ein Thema hineinzukippen, das erstens nur einen geringen Teil des Problems löst und zweitens, dass die Menschen verunsichert und dass die Gesellschaft noch mehr gespaltet wird, auch an dieser Frage. Jetzt muss ich nachfragen, damit ich es verstehe. Wenn es Anreize nicht schaffen können, wenn es Verbote nicht schaffen können, wie schaffen wir es dann? Ist es die Steuer, indem ich sage, okay, ich belohne, das steht nämlich wirklich im Regierungsprogramm drinnen, aber natürlich so, Sie haben total... Ja, sehr unkonkret. Ich belohne grünes Verhalten in der Mobilität, aber ich besteuere, ist dann entweder die Mineralölsteuer, wird es ein Zertifikatehandel, werden auf Private ausgedehnt, das wissen wir noch nicht, also da gibt es jetzt die Arbeitsgruppen, um eben hier einen Shift zu schaffen. Nur jetzt reden wir nur mal von der Mobilität. Was kann die Lösung sein, Herr Zimmermann? Es wären Lösungen, dass man, ich würde sagen, angemessen planbare Zeiträume auch für den Einzelnen planbare Zeiträume definiert, wo CO2-Ausstoß Geld kostet. Ich gebe Ihnen ein weiteres Beispiel.
wir haben in Kolumbien ungefähr 1 Million Bäume gepflanzt und bekommen dort CO2-Zertifikate, CO2-Gutschriften tatsächlich und können dadurch einen Teil des Betriebes sehr gut finanzieren. Das funktioniert schon. Das heißt, was man einführen muss, ist eine taugliche Börse, an der CO2-Emission gekauft werden muss und an der CO2-Konsum verkauft werden kann. Das sind Rahmenbedingungen, die kann die Politik schaffen. Das tut nicht weh, das tut dem Bürger nicht weh. Wir müssen Lösungen suchen, die natürliche Anreize bieten und die noch einmal bei den Menschen nicht Panik verursachen. Wenn im Regierungsprogramm verkündet wird, dass bis 2025 alle Ölheizungen und alle Gasheizungen wegkommen müssen, wird sich jeder von Ihnen, der ein Einfamilienhaus gebaut hat, Sie überlegen, ja, mehr Heizkapazität, aber nur 10 Jahre laufen. Was tue ich dann? Ich glaube, mit diesen Ansätzen kommen wir nicht weiter. Können das nur mit Geduld machen. Und Österreich noch einmal wird die Klimakrise nicht lösen. Die Klimakrise wird gelöst werden können, wenn eines Tages alle Kohlekraftwerke abgeschaltet sind. China produziert 1000 Gigawatt mit Kohle. Deutschland produziert 45 Gigawatt mit Kohle. Da ist eine Menge Raum für Verbesserung. Wir haben Gott sei Dank Dürrenrohr jetzt zugesperrt, unser letztes Kohlekraftwerk. Österreich ist gesegnet mit alternativer Energie. Wasserkraft, es ist viel gemacht in Solar, ist viel gemacht worden in Wind. Und ich glaube, wir sollten uns nicht schlechter machen, als wir sind. Und noch einmal, reden wir doch über die Nettoemissionen im Vergleich mit anderen Ländern. Nettoemission pro Kopf sollte die Kennzahl sein. Dann drehen wir es um. Dann geben wir Technologien eine Chance, die mit CO2 etwas anfangen. Ja, und das haben wir so viel Zeit. Nämlich, weil unser nächstes Thema lautet, raus aus der Komfortzone, also muss das nicht schneller passieren. Das wollen wir jetzt diskutieren und da übergebe ich nach Wien, wenn ich das Winken richtig interpretiere. Nein, Susanne, in diesem Fall nach Bonn, Gunnar. Ja, wir gehen jetzt nahtlos über in die Diskussionsrunde und wir bitten aufs Podium die Heidi Dumreicher, eine seit vielen Jahren, eigentlich seit Jahrzehnten in der Szene gut bekannte Ökologin und wie mir gerade aus Friesach gepostet wurde, hat sich auch Klaus Reitan noch einmal zu Wort gemeldet. Er würde gerne aufs Podium kommen. Er ist ja ein Journalist, der sich seit vielen Jahren mit Nachhaltigkeitsthemen auseinandersetzt. Heute eben nicht als Moderator, sondern jetzt darf er endlich auch mal seine persönliche Meinung zu Wort bringen. Und dann habe ich auch hier in Wien, in unserem Wiener Studio zugeschalten und bei mir hier gleich nebenan Stefan Bergsmann, ein lieber und guter Freund und auch Kunde, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Mit ihm machen wir seit über 10 Jahren gute Kommunikationsarbeit im Wirtschaftsbereich. Er ist Managementberater bei Horvath & Partners. Das ist eine der großen Unternehmensberatungen, die sich sehr stark mit Strategiewandel beschäftigen und in letzter Zeit natürlich auch mit dem Thema Covid und die Folgen für die Wirtschaft. Herzlich willkommen. Ja, und Patrick hat sich auch nochmal zugeschalten, aber nur sozusagen als Fallout oder als Reservemann. Falls es ihm zu bunt wird, wird er nochmal eingreifen. Ich gebe aber jetzt zurück nach Friesach. Susanne Schnabel, bitte, du hast das Kommando. Danke, ich übernehme gerne das Wort, nicht das Kommando, aber ich möchte, wenn ich schon so anmoderiert werde, dann doch das Kommando kurz übernehmen. Die Frage nämlich aus den sozialen Medien, Herr Zimmermann, die geben wir gleich an Sie weiter, damit wir sie nicht vergessen. Wie kann es sein, dass
frage Sie jetzt als Unternehmer, der ganz viele Betriebe kennt, dass Unternehmen nach 6 Wochen oder nehmen wir 8 Wochen Lockdown keine eigene Kapitaldecke oder eine so große haben, um zu überleben? Ja, nicht alle haben keine Kapitaldecke, Gott sei Dank. Es wird eine Minderheit bleiben, weil würden alle Unternehmen pleite gehen, dann können wir zusperren. Aber natürlich gibt es sehr viele Unternehmen, junge Unternehmen, denken Sie an Startups, die ihr kleines Unternehmen gründen mit dem letzten ersparten Geld und die rauschen in so eine Krise hinein. Denken Sie an Tourismusbetriebe, die hoch investiert sind, Hotels sind teure Einrichtungen, natürlich eine dünnere Kapitaldecke haben, und das weiß man auch traditionell, hier immer wieder von Krediten abhängig sind. Und dann gibt es größere Unternehmen mit 40-50% Eigenmittelausstattung, ist man schon ganz gut unterwegs, genügt aber nicht. Sie brauchen auch entsprechende Reserveliquidität. Das heißt, die gibt es Gott sei Dank auch. Und das sind meistens jetzt die größeren Mittelständler und Großunternehmen in der Industrie, in der Dienstleistung. Danke für die Antwort. Und dann gehen wir wohl in die Diskussion raus aus der Komfortzone. Die schließt gleich an. Herr Domreicher, ich würde gerne mit Ihnen beginnen, nämlich der Herr Zimmermann hat seine Meinung, seine Perspektive, seine Erfahrung auf den Punkt gebracht und sagt, Sie beschäftigen sich für das Publikum und alle Zuseherinnen und Zuseher vor allem mit der Nachhaltigkeit im städtischen, im urbanen Bereich. Mit Verboten werden wir bei der Bevölkerung nicht weit kommen. Was sagen Sie? Das werden wir nicht ganz schaffen. Mein Institut hat aber Partner, in Amerika und in China, also in den beiden Ländern, die Sie gerade als Beispiele gegeben haben, die ganz schlimm dastehen. Und ich bin schon ganz froh, dass diese beiden Partner, beide sind eben auch im Städtebau aktiv, und dass wir in Österreich es da ein bisschen leichter haben, ist schon ziemlich gut. Und was wir in diesem Zusammenhang schon auch international entwickeln, einerseits ist der Ort ein ganz wichtiger Ort, also eben die Stadt zum Beispiel. Und da kann man positive Ideen auch zusammenbringen und den Menschen, mit denen man arbeitet, eben zeigen, in einer Stadt oder in einer Stadtimplantation, in einem Stadtquartier, dort können wir die unterschiedlichen Elemente, die nötig sind für Nachhaltigkeit, leichter in ein Spiel zusammenbringen. Also es geht ja natürlich um das CO2 und um die Umweltverschmutzung, aber es geht auch darum, positive Ideen zu versammeln, wo eben das Soziale und das Ökologische zusammenpassen kann. Und deswegen halte ich diese Frage des Ortes für eine ganz wichtige Frage. Und wir entwickeln eben auch ein Spiel, wo Leute, ich habe das irgendwie mitgebracht, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, also verschiedene Personen stellen Menschen dar, die so einen Aushandlungsprozess miteinander aushandeln sollen. Und auf diese Weise können Personen miteinander da im Kreis sitzen. Also einer ist eben ein Ökologe, einer ist ein Immobilienhai, und wir haben das auch schon durchprobiert auf meiner Terrasse, wie das ausgeht, wenn jetzt der Immobilienhai mit der grundsätzlichen ökologischen Vertreterin, wenn die miteinander aushandeln sollen, wie so ein Stadtquartier denn ausschauen könnte. Herr Domreicher, in Ihrem Spiel, aber auch in der Realität, kommen da Verbote vor? Also nochmal zurück zur Frage. Wir merken ja, in der Krise geht es offenbar, Paris, Brüssel, da werden große Hauptstraßen jetzt zu Radwegen umgewandelt. Wer in Wien lebt oder das beobachtet, weiß, welche Proteste das oft vor der Krise mit sich gebracht hat. Weil es geht natürlich um eine Verhaltensänderung, aber natürlich auch um andere ökonomische Bedingungen, wenn Unternehmen in der Nähe dort sind für Lieferwege etc., Kundenfrequenz. Also Verbote aus Ihrer ökologischen Expertise, ja oder nein? Ja, ich arbeite eben interessanterweise auch in Brüssel in einem ganz, sagen wir mal, armseligen Stadtviertel in Kühregem. Also ein schlimmeres Stadtviertel kann man sich gar nicht vorstellen. Also wenn ich da jetzt höre, von welchen großen Summen Sie reden, und dort arbeite ich mit Personen, die oft nicht einmal Papiere haben. Und wir machen mit denen auch Zukunftsdiskussionen. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man eine Möglichkeit zeigt, wie könnte es denn ausschauen,
wenn wir uns wirklich ökologisch und wie könnte denn eine Wohlfühloase auch für solche Personen, also ich bin da nicht unter den vielen und Reichen, sondern ich bin da wirklich auch unter Personen, die kaum eine europäische Sprache sprechen, in einem 24, da gibt es einen neuen Beruf, nämlich Vendeur de Sommeil, Schlafverkäufer. Das kennen wir aus dem Ersten Weltkrieg. Da gibt es Menschen, die 24 Stunden ein Bett auf drei Personen verteilen. Also das sind wirklich Zustände, von denen wir hier natürlich gar nicht reden. Aber trotzdem möchte ich versuchen, oder entwickeln wir eben für solche Personen auch ein Spiel, mit dem sie eben, da gibt's dann so kleine Sechsecke und die kann man dann auflegen und jeder kann sagen, ich brauche ein gescheites Nachtquartier, ich brauche einen Kreisler und auch als Kommunikationsorte. Also was für Kommunikationsorte können wir uns vorstellen, wo solche Aushandlungsprozesse dann eben stattfinden? Und der Kreisler in Wien ist auch ein Beispiel dafür, wo eine Kommunikation stattfinden kann. Und das ist, glaube ich, das Zentrale, dass man eine Kommunikation zu organisieren versucht, wo eben das sehr Gescheite und der auf andere Weise Gescheite miteinander arbeiten können. Das Metathema ist eben die Verhaltensänderung von jedem, von Einzelnen von uns, aber natürlich auch Kreisläufe, wirtschaftliche, wie sie bisher gelaufen sind, wie können die transformiert werden, grüner werden. Bevor ich die beiden Herren einbinde jetzt in diese Diskussion, wo wir dann wirklich über den Green Deal bitte reden, möchte ich unseren Gast aber aus Wien nicht stumm vor sich hinschauen lassen, sondern Herr Bergsmann, danke, dass Sie mit dabei sind. Sie sind, wie gesagt, Managementberater, der österreichische Geschäftsführer von Horvath & Partner und haben natürlich einen Überblick über ganz viele Unternehmen hier in Österreich. Wie würden Sie die beschreiben? Der Herr Zimmermann hat gesagt und so Bedenken gegeben, berechtigterweise. Es gibt so viele Herausforderungen derzeit für die Unternehmen, um eben Jobs zu halten, um zu überleben aufgrund der Covid-19-Krise. Kann man die jetzt noch, sehr provokant gesagt, überfrachten mit noch mehr Transformation, damit es grüner, digitaler wird und der Green Deal gelingt? Da kommt dann der Punkt, wo man gerne wieder hinfährt. Genau. So, wir probieren es noch einmal, den Herrn Bergsmann anzusprechen. Derweil an der technischen Lösung gearbeitet wird, nehmen wir sonst den Herrn Reitern bitte mit in die Diskussion. Herr Reitern, wir sind Kollege, oder ich möchte unhöflich sein, Herr Bergsmann, geht's jetzt? Leider nicht. Okay, ich glaube, man muss in Wien noch daran arbeiten. Wenn es bitte geht, dann uns ein Zeichen geben, Herr Reitern, bitte. Die große Frage war, also Unternehmenssicht können Sie uns jetzt nicht so geben, wir sind ja Kollegen, aber wir diskutieren ja schon ganz lange über Klimapolitik. Sie wissen das so, das erste Reihe fußfrei. Könnte ich Sie nochmal... Optimistisch sind Sie, dass diese Krise jetzt als Hebel, als Chance genutzt werden kann, um die nächste Krise zu bewerkstelligen, die der Klimakrise heißt? In der Nachhaltigkeitsszenerie wird bereits diskutiert von der Corona-Dividende. Ohne aus einer Gesundheitskrise plötzlich eine Chance heraus zu philosophieren, weil man behauptet, Chinesisch zu können. Ja, wir haben noch eine Kollegin, die kann hier chinesische Sinologie studiert. Also es gibt eine Corona-Dividende. Natürlich kann man in der Krise auch hier sehen, eine gewisse Schwungmasse. Wohin sollte uns die Schwungmasse führen? Und wenn ich gerne gleich auf das Erste eingehen darf. Wie da herauskommen, das wird voraussichtlich wie so oft frei nach Wittgenstein nur gehen mit Klarheit über die Begriffe und Sachlichkeit in der Debatte. Und damit bin ich, Herr Zimmermann, bei allem Respekt vor Ihrer Persönlichkeit und Ihrer Leistung, aus Verlustbetrieben ertragsreiche Betriebe zu machen. Also die These, Österreich hat lediglich einen CO2-Anteil am CO2-Ausstoß global von 0,05% und werde alleine die Klimakrise oder den CO2-Ausstoß nicht zu lösen oder zu mildern in der Lage sein, hat zwei Gesichtspunkte. Erstens, sie ist völlig richtig. Zweitens,
Das hat niemand behauptet. Das hat wirklich niemand behauptet. Das ist, pardon, super öd in der Klimadebatte, ständig mit Dingen konfrontiert zu werden. Das ist ein Trick, wirklich aus der politischen Kampfrhetorik etwas zu dementieren, was ohne dies niemand behauptet hat. Ja? Entschuldigung, wirklich, es ist nämlich ganz, ganz wichtig, weil wir beide, ja, oder wir alle drei wissen, ja, das ist ein Trick, um sich moralisch ins Recht zu setzen und über die ZIP-2-Minuten zu retten, ohne in Wahrheit zur CO2-Debatte etwas beigetragen zu haben. Der Beitrag könnte lauten, der erste Punkt in einem sehr wichtigen Regelwerk, Taxonomie, lautet, leistet die jeweilige Finanzierung einen Beitrag zur Verminderung der Ursachen oder der Folgen des Klimawandels. Das wird zurzeit verhandelt, das kann man sich zur Leitlinie nehmen, das wäre ein positiver Ansatz, das würde die Fördersysteme nicht überfordern, sondern den Klimawandel mildern. Das ist ein ganz konkreter Ansatz aus der Taxonomie, die hat 6 Punkte, das ist der erste. Gut, da muss ich sagen, Herr Zimmermann, wenn Sie bitte replizieren, aber das war, glaube ich, Ihr Ansatz, oder? Die Steuerschraube, wird ja, die werden? Also Ich bedanke mich, dass Sie mein politisches Talent entdecken. Ich habe es bisher noch nicht entdeckt. So war es nicht gemeint. Ich bin ein Freund, Fakten zu prüfen, festzustellen, zu diskutieren, ist es richtig, ist es falsch. Mein Ansatz war schon ein positiver, nämlich auf das Gesamtbild zu schauen. Ich habe ja ausreichend über unsere Möglichkeiten gesprochen und unsere Möglichkeiten sind eben die Betrachtung der Nettoemissionen CO2, die haben zu tun damit, dass man einspart bei unnötigen Emissionen. Die haben aber auch damit zu tun, dass man Technologien entwickelt, dass dieses CO2-Thema gelindert. Und ich glaube, das ist ein sehr konstruktiver Ansatz, zu dem stehe ich. D'accord. Nur CO2 weltweit. Bei uns klappt das nur deswegen, also ohne das Ihnen vorzuwerfen, als Person oder Persönlichkeit, mit der Doppelbödigkeit. Unsere CO2-Emissionen hier sind deswegen so niedrig, weil die Stahlproduktion in China und in Indien erfolgt, weil wir den Zement von dort holen, weil die Grabsteine inzwischen in Indien gemeißelt werden, weil der Transport so billig ist. Ja, da sind gelinde gesagt Elemente einer Kreislaufwirtschaft, die in der Nachhaltigkeitscommunity nicht gemeint ist. Und jetzt sagt natürlich China, ja, jetzt ihr Europäer, ihr macht Emissionshandel, ihr seid arrogant, ihr wollt von uns haben CO2-Minderung. Ja, wir haben ja von euch die Zement- und Stahlindustrie übernommen. Deswegen haben wir die Emissionen. Dann baut halt weniger Brücken. Da würde sich die Föst bei Ihnen jetzt sehr bedanken für diese Aussage. Ist immerhin eines der größten österreichischen Unternehmen mit zigtausenden Mitarbeitern. Die Föst ist der Stahlbetrieb schlechthin, der sich Sauberkeit in den Schornstein geschrieben hat. Die Föst arbeitet gerade an Wasserstofftechnologien, dauert, aber sie sind dran. Und ich glaube, wir sollten das auch positiv einmal loben. Es gibt in Österreich Grundstoffindustrien, auch die Wienerberger ist kein kleines Unternehmen und ist in dem Anspruch. Vorbild in der Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ja, also dann sagen wir es doch. Wir haben tolle Unternehmen, die es richtig machen und die am richtigen Weg sind. Und das ist meine Botschaft. Tun wir uns nicht auseinander dividieren. Das sind diese CO2-Wegdiskutierer und das sind die mit den grünen Schuhen. Sondern wir gehören zusammen und benennen wir es, wie es ist. Und wir haben tolle Unternehmen, ich schließe unsere Unternehmen mit ein. Wir beschäftigen uns auch aus Eigennutz mit dem Thema Energieeffizienz. Ja, jetzt muss ich Sie eingreifen, sonst haben wir nach China verlagert. Ja, ja. Der Herr Bergsmann, der hat jetzt nämlich ein Mikrofon, das funktioniert. Und jetzt ist es wirklich an einem sehr interessanten Punkt. Herr Bergsmann, ich fasse nur kurz zusammen, falls Sie jetzt nicht alles aufgrund der technischen Nachhilfe mitbekommen haben. Wir sind jetzt mitten, kann man sagen, in sehr diskursiven, konfliktgeladenen Gespräch mit der These nämlich, es muss natürlich mehr passieren und der Herr Reitern sagt, man kann sich eben nicht ausreden, das muss schneller gehen. Jetzt möchte ich nur Ihre Erfahrung gern haben, wenn Sie als Managementberater mit so vielen diversen Unternehmen zusammenarbeiten. Ist diese Awareness, dieses Bewusstsein angekommen bei den Unternehmen, da müssen wir auch von uns aus mehr tun oder braucht es staatliche Intervention?
Hallo, ich glaube, Sie hören mich jetzt. Passt es mit dem Ton? Sehr gut, perfekt. Ich glaube, dass die Awareness angekommen ist, um die Frage gleich direkt zu beantworten. Ja, das sehen wir schon bei sehr vielen Kunden. Wir machen verschiedenste Projekte bei Industriekunden, bei Dienstleistungsunternehmen und die Awareness ist absolut da. Wir machen, was ich sehr spannend finde, derzeit auch gerade eine Interviewserie mit Vorständen, vor allem CEOs von führenden Unternehmen. Und was mich da sehr positiv überrascht hat, ist, dass das Thema Nachhaltigkeit bei diesen Unternehmen eine sehr hohe Wichtigkeit genießt, auch während und nach Corona und über Corona hinaus. Also das, insofern glaube ich, dass die Awareness absolut angekommen ist. Natürlich muss man das schon so sehen, Unternehmen sind jetzt keine grünen Ideologen, die alles machen, was irgendwie denkbar und gut wäre. Unternehmen machen das, was sie für sinnvoll erachten, wo sie Chancen sehen, wo es Regulatorien gibt und auch das, wo entsprechender Druck auf sie ausgeübt wird. Und da sehen wir halt vor allem, dass gerade von vielen Investoren, allen voran Fonds, bei Investitionen sehr, bei Finanzierungen sehr stark darauf geachtet wird in den letzten Jahren, dass man eben schon in Unternehmen investiert, die entsprechende Nachhaltigkeit in welcher Form auch immer berücksichtigen. Wir sehen auch jetzt in der Corona-Krise, dass Nachhaltigkeit viel mehr von den Mitarbeitern gefordert wird. Und wir sehen auch einige Unternehmen, die völlig unabhängig von Corona einfach auch wissen, dass sie in nachhaltigere Produktionsthemen einsteigen müssen, um ihre Firmen zu sichern. Also wenn sie die Aktivitäten von den bereits vom Herrn Zimmermann genannten Unternehmen in den Medien verfolgen, wenn Sie sehen, wie zum Beispiel eine Borealis als tolles Unternehmen in recycelbares Plastik eingestiegen ist, welche Aktivitäten eine OMV und andere Unternehmen setzen, dann sieht man schon, dass hier viel im Gange ist. Ist es genug? Wahrscheinlich nicht. Ist es das, was sich die Vertreter der grünen Seite wünschen? Wahrscheinlich zu wenig. Aber ich glaube schon, so wie der Herr Zimmermann sagt, es ist sehr viel und wir sollten das auch nicht kleinreden. Es wurde vorher auch Zement und Stahl angesprochen. Ich kann nur unterstreichen, was, glaube ich, auch von der Frau Wirtschaftsminister gesagt worden ist, nämlich jedes Stahlwerk, jedes Zementwerk, das bei uns steht, ist ein Beitrag zum Klimawandel, also zur Verhinderung des Klimawandels. Insofern, weil diese Fabriken bei uns ungefähr ein Viertel, ein Drittel bis zu der Hälfte weniger CO2 und anderen Ausstoß haben als die entsprechenden Werke in China. Und ich glaube, diese Dinge sollte man schon berücksichtigen. Eine Ergänzung vielleicht noch, ich teile auch die Meinung, dass die E-Technologie, der E-Antrieb hier nicht alles lösen wird. Da wäre ich eher skeptisch, wenn man das ehrlich rechnet, für gewisse Anwendungsfälle sehr wohl. Wir selbst gehen aktuell sehr stark in das Thema Wasserstoff, um das zu analysieren und zu sehen. Wir haben gerade mit dem TÜV Süd und mit der Open Grid Europe ein gemeinsames Beratungshaus gegründet, ein Joint Venture, das sich dem widmen wird und das gemeinsam mit unseren Kunden Projekte evaluiert und auch umsetzen wird, um zu sehen, ob man mit Wasserstoff noch deutlich nachhaltiger werden kann in der Industrie. Ich persönlich sehe da große Chancen. Danke, Herr Bergsmann. Ich nehme den Ball auf, Herr Reiter, Frau Dumreich. Ich würde sicher nochmal reinnehmen und dann in Herrn Zimmermann. Wir haben die Bandbreite jetzt geschildert bekommen. Geht mehr? Ja, natürlich immer. Geht schneller? Natürlich auch immer. Nämlich, um noch nachhaltiger zu sein bei dem Unternehmen. Aber haben die Unternehmen jetzt wieder, Herr Zimmermann, wenn jetzt die Politik sich ein Herz fasst, weil geht nicht mehr, kann man ja seit Covid-19 nicht mehr sagen. Die Politik hat erfahren, was sie für eine Handlungsmacht eigentlich theoretisch auch hätte. Gibt es ja noch immer eine andere Karte, dass ich sage, okay, dann wandere ich aber ab, dann investiere ich in einem anderen Staat in meinen Konzern. Und Sie meinen, dass dadurch Standortflucht oder Investitionsflucht genau, also entsteht? Es gibt ja immer zwei Karten einer Medaille oder zwei Seiten. Also es gibt ausgehend von den USA, und wir dürfen wirklich Patrick danken für das Eingangsstatement, es gibt zum Beispiel Global Reporting Initiative. GRI, Ihnen sicherlich natürlich bekannt und geläufig. Ausgehend von den USA, das bedeutet, dass Unternehmen ihre sozialen, ökologischen Aspekte mit berücksichtigen und mit in die Geschäftsberichte etc. aufnehmen. Wenn man das weltweit durchsetzt, ja, dann geht es. Es geht um die Internalisierung externer Kosten, True Cost Accounting. Es ist völlig richtig, was Kollege Bergsmann gesagt hat, dass ein Zementwerk bei uns mit Standort Europa im Vergleich zu Standort China ein Beitrag ist, die Ursachen und Folgen des Klimawandels zu mildern.
weil es andere Techniken, Technologien gibt und es eine höhere Ressourceneffizienz gibt. Und für die Ressourceneffizienz kann die Politik selbstverständlich Richtlinien schaffen. Letztes Beispiel dazu. Es gibt mit der EU-Richtlinie, ich sage Ihnen die Ziffer 214/95, umgesetzt mit dem Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbesserungsgesetz NADIVEC für größere Unternehmen eine Berichtspflicht über Ökologie, Nebenwirkungen etc. etc. Diese Berichtspflichten kann man selbstverständlich ausdehnen und nicht ständig weglobbyieren. Stimmt, Herr Zimmermann, Herr Dummreicher, jetzt wende ich aber nur als das Krokodil ein, das ist in der Theorie richtig und gut, aber da braucht man nur an den Präsidenten Trump denken. Weltweit wird man das natürlich nicht umsetzen können, es gelingt ja nicht einmal in der Europäischen Union, deren Mitglied wir sind. D'accord, aber das widerlegt ja nicht das Normativ-Idealtypische, sondern widerlegt die Verhaltensweise jener Damen und Herren, die das in der Praxis unmöglich machen. Und dann müssen wir schon wie Patrick und andere hergehen und sagen, okay, dann suchen wir die Konstruktiven, finden dort den gemeinsamen Nenner, definieren den kleinsten gemeinsamen und setzen die nächsten Schritte, sei es in der Industrie, sei es in der Kommunikation, weil das war Ihre Ausgangsfrage, wie lässt sich das umsetzen, plausibel argumentieren und mehrheitsfähig machen, um von uns allen verstanden und in der Folge mitgetragen zu werden, weil es würde auch Verhaltensänderungen bedeuten, Preissteigerungen etc. Ja, ich glaube, Sie haben ja vorhin gesagt, dass Sachlichkeit ganz wichtig ist und das ist auch keine Frage. Aber ich glaube, für viele Personen, auch die hier mitdiskutiert haben, ist auch die Emotion eine wichtige Sache. Also wenn ich mich für etwas engagiere, dann ja, auch weil sie mich sachlich davon überzeugen, dass sie recht haben, aber auch, weil ich in einem Prozess mit dabei sein kann, für den ich auch emotional mich engagieren kann. Und deswegen finde ich eben ja, Amerika und China und ich auch, aber trotzdem ist es wichtig, dass man auch Beispiele hier bei uns schafft, wo man sich vorstellen kann, ja, das könnte so gehen. Also ein kleiner Stadtteil, eben ein Stadtquartier, wie würde man das jetzt aushandeln? Darum habe ich ja eben auch so eine Spielform entwickelt, ne, wo man eben wirklich mit kleinen Quadraten zeigen kann, ja, ich brauche ein Kaffeehaus, das Kommunikation macht. Oder ich brauche eben auch aus der Wirtschaft, ich brauche ein Russ, ein Reparatur- und Servicezentrum. Dafür gibt es auch schon Beispiele, wo eben in Österreich der Herr Eisenriegel das entwickelt hat und das ist inzwischen ein weltweites großes Erfolgskonzept, dass eben Personen sammeln Dinge, die weggeschmissen werden und dann schmeißt es aber eben nicht weg, sondern es lernen auch Menschen, die eben damit vertraut sind, dass Reparieren wichtig ist, die lernen das zu reparieren. Also es gibt ein Reparaturzentrum, es gibt ein Zentrum, wo das gesammelt wird, es gibt ein Zentrum, wo das verkauft wird. Und insofern ist diese Kreislaufwirtschaft mit kaputten Gegenständen, die man repariert und wo auch das Verständnis und eben auch sozusagen dieses Nicht-Wegwerfen-Wollen eine ganz konkrete wirtschaftliche Ausformung auch hat. Und das halte ich für ein besonders gutes Beispiel, wo man auch gut mitdenken kann, ja, so könnte es gehen. Der Eigeninitiative steht ja in dieser Klimakrise der Widerstand gegenüber. Und jetzt kommen wir nochmal zur Industrie, Herr Zimmermann. Jemand hat sehr gut beschrieben, gerade in dieser Covid-Krise, wenn der Staat jetzt einspringt, das ist auch die Stunde der Lobbyisten, ja. Wo lobbyiert wird, auch von der Wirtschaft, was ist machbar für uns, umsetzbar, was ist auch genehm. Wie viel Widerstand aus Ihrer Erfahrung, aber vor allem aus Ihrer Beobachtung heraus, gibt es denn hinlänglich, Sie haben es ja gesagt, man kann die Wirtschaft nicht überfrachten, in so einer Krise jetzt noch grüner zu werden mit Auflagen, mit Verboten, mit höheren Steuern etc., um der Klimakrise beizukommen? Also ich habe über die vielen Jahre als Praktiker eine Allergie gegen überbordende Bürokratie entwickelt. Ich könnte Ihnen da einen Vormittag lang Beispiele erzählen, wie es unerträglich ist, wie Unternehmen da manchmal belastet werden mit sinnlosen Formularen. Und jeder, der von euch jetzt da mal einen Antrag gestellt hat auf Hilfe und so weiter, weiß, wovon ich rede. Ich möchte da auch bei der Emotion ansetzen. Ich habe in meinem Leben sehr viele Veränderungsprozesse selber initiiert, geleitet, ein verstaatlichtes Unternehmen übernommen, in ein modernes, partizipatives Unternehmen übergeleitet. Bei uns sind die Mitarbeiter beteiligt am Unternehmen. Es gibt Unternehmer, die werden nicht nur
durch Vorschriften oder durch Gewinnanreize motiviert. Es gibt Unternehmer, die auch eine intrinsische Ethik mit sich herumtragen, möchte ich da mal sagen. Wir haben uns also vorgenommen, wir teilen mit den Mitarbeitern, Punkt eins. Zweitens, ich habe sehr früh, wie ich Unternehmer geworden bin, ein Prinzip gehabt, ich will mit Waffenindustrie zum Beispiel nichts zu tun haben. In der Kette durchgedacht. Ist es eine riesige Herausforderung, manchmal Nein zu sagen zu Geschäften. Im Moment, wo Sie im Aerospace-Bereich sind und so weiter. Also bei modernen Technologien. Und wenn man da im Prinzip sich selber vorgibt und sagt, nein, in diese Industrie gehe ich nicht, ich will mit Defense nichts zu tun haben, dann hat mir das niemand vorgeschrieben übrigens. Was hat es zur Folge? Wir haben unglaublich wertvolle Mitarbeiter über all die Jahre zu uns bekommen, die solche Grundsätze enorm schätzen. Und das ist ein Wettbewerbsvorteil. Also jetzt kann man wieder sagen, okay, er macht es aus gutem Grund und erzielt mit den besten Mitarbeitern die besten Ergebnisse. Ja, dazu bekenne ich mich. Aber ich glaube, man sollte immer beim Prinzip bleiben, wenn man Veränderungsprozesse initiieren möchte, dann muss man die Menschen mitnehmen. Dann muss das Ziel klar erkannt werden. Wenn ich einen Veränderungsprozess aufsetze und den Leuten sage, wenn wir es nicht erreichen, verliert sie alle den Job, ist es schon verloren. Wenn ich den Menschen sage, wir wollen dorthin und wir wollen dieses und jenes erreichen, wir wollen in der Wasserstofftechnologie eine Rolle spielen und auch wenn es Zeit braucht, und da haben wir leider alle miteinander viel zu wenig Geduld, ich merke immer wieder, ich bin schon in die Jahre gekommen, ich merke, man will alles morgen sofort verändert haben. So wird es nicht funktionieren. Man muss die Menschen mitnehmen, wir müssen uns die Zeit nehmen und wir müssen was Gescheites machen und nicht irgendwelchen populistischen Märchen nachlaufen. Herr Bergsmann, ich würde es gerne wieder Sie mit in die Diskussion reinholen. Man hat das auch aus Regierungsverhandlungsebene, gibt es natürlich viele, die hinzugezogen werden, gehört. Wenn es um die Klimakrise geht, wenn es um grüne Politik und Wirtschaftspolitik geht, dass viele sagen, naja, gewisse Unternehmen sind eh schon weiter als die Politik. Würden Sie das so unterschreiben mit Ihrem Überblick der Bandbreite von Unternehmen, die Sie beraten? Es ist jetzt natürlich schwer zu sagen, weil alle Unternehmen kenne ich natürlich bei Gott nicht. Die ich kenne, glaube ich, sind viele schon sehr gut unterwegs und wahrscheinlich einen Schritt weiter. Ich habe auch den Eindruck, dass die Unternehmen jetzt gar nicht warten, bis Regulatorien kommen, sondern der Druck kommt, wie gesagt, vielfach von Investorenseite oder auch von Mitarbeiterseite. Ich nehme jetzt als Beispiel einfach unsere eigene Company, Beratung. Es wurde vorher schon gesagt, Reisen ist etwas, was vielleicht nach Corona weniger sein wird. Reisen ist in der Beratung ein großer Punkt. Wir werden das künftig sicher weniger und fokussierter machen. Der Druck dafür kommt von unseren Mitarbeitern. Der kommt nicht aus irgendwelchen Regularien. Also ich glaube schon, dass viele Unternehmen da weiter sind, aber aus anderen Gründen wie dem, was vielleicht in einem Regierungsprogramm drinnen steht oder nicht drinnen steht. Das soll man nicht überbewerten. Aber muss man nicht auch ehrlich sein, wenn man was ändern will, und jetzt gehen wir nicht so sehr nur in die Industrie, sondern stehen wir uns die Mobilität an, und die ist ein Faktor einfach, wenn wir den Umweltschutz hernehmen und den Klimaschutz. Mobilität zu ändern, wird dann natürlich auch mit Verzicht zu tun haben. Es wird auch teurer werden, Herr Reitern. Wie kann die Bevölkerung da mitgenommen werden oder geht das schlichtweg einfach nicht? Da muss jemand wie die Regierung hergehen und sagen, wir verordnen. Bevölkerung kann, soll, muss mitgenommen werden. Corona funktionierte top-down, Nachhaltigkeit funktioniert bottom-up, gar keine Frage. Die Nachhaltigkeitskommunikation sieht sich als Such- und Verständigungsverfahren, nachdem es nicht selbstverständlich klar ist, was ist das allgemein Beste. Das hat noch Kant gesagt, der hat sich vor uns ein bisschen den Kopf darüber zerbrochen, musste inzwischen auch abgerüstet werden. Wir landen bei Jonas, wir können uns nur so verhalten, dass wir keinen Schaden anrichten, den die nächsten Generationen auszubaden haben. Um die konkrete Frage, Mobilität, ja, es geht. Es geht mit Information, es geht mit Vernunft, es geht mit Aufklärung. Was heißt das? Das heißt, die konkreten Papiere von den Sustainable Development Goals bis zu den Aktivitäten der österreichischen Unternehmensplattform Respect, da sind die Unternehmen drinnen, die schon weiter sind als das Regierungsprogramm diesbezüglich, das heranzuziehen. Wir können alle uns dann anschauen und anhören, Education for Sustainable Development, die nächste UNESCO-Initiative nach der Dekade
Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das ist 2020 bis 2030. Da gibt es eine große Konferenz, die ist am Dienstag in Berlin, 2. Juni geht es los. Reingehen, zuhören und dann sieht man Bildungsmaterialien, Unterlagen, Argumentarien, Beispiele. Man sieht Beispiele, wie sie Patrick geschildert hat. Wie gibt es wertschätzende, empathische Kommunikation? Man kann das Harvard-Modell anwenden und sagen, von den Positionen zu den Interessen, worum geht es dir? Und dann lässt sich auch ganz konkret in der Mobilitätsfrage natürlich zu Verhaltensänderungen einen Weg finden. Der wird blockiert, muss man auch sagen, durch gelegentliche partielle Interessen von Verkehrsträgern, von Verkehrsverbünden und von Gebietskörperschaften. Auseinandersetzung wie in Niederösterreich ist legendär. Gäbe es diese Auseinandersetzung nicht, hätten wir die Parkhäuser, die integrierten Systeme und so weiter und so fort. Die integrierenden Elemente sind eben ganz was Wichtiges. Ich habe zum Beispiel Forschung gemacht über das Hammam. Da kann man dann diese unglaubliche Vielfalt an Elementen, die man berücksichtigen soll, muss, da kann man, der Hammam ist erstens ein Ort für Frauen, also das muss man ja auch wirklich sagen, der Ort für Frauen sind die Städten. Es ist aber auch der Ort, wo man mit Energie sehr sparsam umgeht und wo man an einem ganz konkreten Beispiel, an so einem kleinen Raum, ja, und da kann man trotzdem sehen, was da alles drinstecken kann in einem solchen Raum. Und das halte ich einfach für wirklich sehr wichtig. Sicher ja, auch praktisch muss man sein, aber gleichzeitig soll diese Praxis auch einem Gesamtkonzept entwickeln. Auch einer Gottesvorstellung, dass Gott sich ändert und jetzt vielleicht was anderes zu sagen hat, als noch vor Millionen von Jahren, wie das Alte Testament entstanden ist. Also eben diese neue Theologie, wo ich mich auch damit ein bisschen nicht wirklich beschäftigt habe, aber doch, dass es eben eine prozesshafte Theologie auch gibt. Also ich finde, wenn wir hier sitzen, dann ist das auch ein ganz wichtiges Thema, dass man diese theologischen Zugänge mitbedenkt und eben nicht nur das Hier und Jetzt betrachtet. Ich würde gerne im Hier und Jetzt bleiben und das Verhalten von uns allen betrachten und es wirklich jetzt in der Diskussion bitte konkret so machen. Verhalten, das uns nicht nur jeden individuell betrifft, sondern auch in Firmen. Wenn es um Prozessmanagement geht oder Herr Bergesam, wenn Sie Prozessmanagement-Beratung betreiben, die Krise hat uns jetzt gezwungen oder eigentlich gezeigt, von der Mobilität her, wenn wir das Fliegen hernehmen, oder? Es geht auch ohne. Also ich kann mich auch via Skype, Zoom mit meinem Meeting irgendwie behelfen und muss nicht in den Flieger steigen. Wie schaut es aber mit der Mobilität aus? Wir wissen, wir kennen diese Zahlen ja alle. Die Emissionen, wenn wir vom Autoverkehr hier nur in Österreich reden, lassen wir das Globale einmal weg. Es ist ganz schwierig, Verhalten zu ändern, es sei denn, der Preis an der Zapfsäule tut so weh, dass die Leute weniger ins Auto steigen. Es hat auch mit Verzicht zu tun. Daher die Frage jetzt ganz konkret an jeden Einzelnen von Ihnen, damit unser Publikum das mitnehmen kann. Wie kann das gelingen? Weil wir wissen, in der Verhaltensökonomie, Freiwilligkeit und wenn es die Diät ist, das fällt uns extrem schwer, von heute auf morgen etwas so zu ändern. Herr Zimmermann. Also ich gebe ein konkretes Beispiel, was verzichtbar wäre. Wenn ich an die vielen Billigflüge denke, wo das Taxi mehr kostet zum Flughafen als der Flug selber, dann fragt man sich, stimmt da was nicht? Ja? Also es gibt sicherlich, und das kann man steuern über, wie immer, Preise oder wie immer. Gibt es viele Themen, die man gerade beim Fliegen sich überlegen kann, Mittelstrecken zum Beispiel, muss man dann wieder aufpassen, wie schauen Anbindungen aus. Wollen wir das alle in der Hauptstadt leben, weil es mühsam ist, wenn ich in Vorarlberg zu Hause bin, irgendwo auf eine Langstrecke zu kommen. Also man muss dann schon ausgewogen nachdenken, was lasse ich da weg und was, wenn ich einen Stein rausnehme aus der Pyramide, was kippt da auf die Seite. Sie haben angesprochen, das Geschäftsfliegen. Ja, man kann einiges einsparen über die Technik, wie wir hier erleben. Aber ich sage Ihnen ganz offen, in den letzten 8 Wochen, ich weiß nicht, wie viele Videokonferenzen ich abgehalten habe, ich halte es kaum mehr aus, den Menschen nur mehr flach zu sehen und zweidimensional. Und dann knackt's und dann stimmt der Ton nicht und der Gesprächsfluss bricht ab.
Wir kommen nicht vorbei an den menschlichen Kontakten, Gott sei Dank. Wir haben Firmen in 30 Ländern der Welt. Wenn ich dort die Menschen nicht mehr kenne, was tue ich dort? Wir müssen hin. Und ich glaube, da gehört vernünftig überlegt, was lässt man weg und was behält man. Jetzt kommt natürlich dann sofort der Einwand, ja, wozu müsst ihr globalisieren? Wieso müsst ihr in 30 Ländern der Welt sein? Deshalb, weil uns diese Expansion auch Wohlstand im eigenen Land gebracht hat. Das sind Wertschöpfungsketten, das ist Technologie, die wir woanders einsetzen können. Das ist auch ein Lernen von anderen Ländern für unsere eigenen Entwicklungen. Diese Vernetzung würde ich nicht gerne opfern, weil auch das wird natürlich jetzt diskutiert. Globalisierung ist ganz schlimm, die internationalen Wertschöpfungsketten sind ganz furchtbar. Bitte nicht das Kind mit dem Bad ausgießen. Unser Wohlstand, den wir alle haben in unserem Land, der kommt von irgendwoher. Und da trägt auch die exportorientierte und die internationale vernetzte Wirtschaft bei. Herr Zimmermann, an die Frau Dumbrecher weitergerät. Der Wohlstand, aber der hat auch einen Preis. Also wie, weil jetzt die Greta Thunberg immer eingeblendet wird ja in das Bild, nämlich den Preis für die Jugend, für die nächste Generation. Wir reden ja von den Ressourcen unseres Planeten, Frau Dumbrecher. Wie kann man also Verhalten jetzt ändern, damit die nächste Generation den Preis nicht bezahlt? Ja, also ich glaube, das ist das Thema. Wie kann man Verhalten jetzt ändern? Wie kann man auch diese Diskussionen, meinetwegen das Auto, ich kann die schon nicht mehr hören, weil es gibt ja ganz radikale Lösungen. Man muss eben nicht mehr, man kann ja Fahrrad fahren. Ich fahre überall hin mit dem Fahrrad oder nehme das Fahrrad auch im Zug mit. Also diese Diskussion über die Emissionen des Autos, da konzentriert sich etwas in eine Phantasmagorie, die Freiheit des Autos. Also ich finde, es ist ganz wesentlich, dass man eben an Beispielen, wo Menschen mitdenken können, wo Menschen eben solche Prozesse auch lernen, das ist ja ganz schwierig, einen Prozess wirklich zu gestalten und sich in einen Prozess einzubringen. Und diese Art, prozessorientiert zu denken, ist eine Übung, die wir alle eigentlich brauchen und wo wir auch Menschen brauchen, die das gut leiten können und wo wir eben Materialien auch dazu brauchen, mit denen wir das dann auch durchziehen können, sodass eben der Experte und der Experte und die Moderatorin, sie haben dann alle gleichwertige Möglichkeiten, ihre Elemente und ihre Ansichten hineinzubringen und eben auch eine Emotion, was wir vorhin gesagt haben, also die Emotion ist ja auch ganz wesentlich und wenn ich in einem Kontext diskutiere, wo ich wirklich mit den Menschen zusammen bin, eben nicht nur über Internet, sondern wo ich wirklich hier sitzen kann und ihnen ins Auge schauen, dann redet sich's auch ganz anders. Also ich glaube, es ist ganz wesentlich, dass man nicht darüber nachdenkt, okay, wir müssen so weit fahren und jetzt haben wir das Internet und jetzt brauche ich nicht mehr hinzufahren. Aber da ist eben diese Verflachung einfach nur ganz, ganz konkret, ganz flach, immer diese flachen Gesichter. Das ist ja wirklich viel besser, wenn ich jetzt da in das Publikum schauen kann und die verschiedenen Arten, wie die Leute sitzen und so auch mit einbeziehen kann und auch darauf reagieren kann, ob sie interessant sind, an ihren Haltungen eben auch sehe. Finden wir das jetzt spannend, was da auf dem Podium diskutiert wird. Mobilität konkret. Nehmen wir einmal die Metaebene System und einmal die Objektebene, sprich uns. Bleiben wir auf der Metaebene. Mobilität hat mit Räumen zu tun, Räume haben mit Raumordnung zu tun. Die gilt in Österreich als weitestgehend misslungen und desaströs. Die Raumordnung ist eigentlich eine Landkarte persönlicher, politischer und ökonomischer Netzwerke. Ja, die Raumordnung lässt sich anders gestalten. Wir müssen Österreich nicht so zersiedeln. Da gibt es die Daten aus der Wissenschaft, Frau Professor Gerlind Weber. Da gibt es die Praktiker aus der Ökonomie, den Herrn Dr. Kurt Weinberger und seine Thesen auf empirischer Basis zum Bodenverbrauch. Den kann man zurücknehmen. Den Häuserbau kann man zurücknehmen. Man kann zu verdichteter Bauweise gelangen. Man muss nicht die Orte entkernen, in die grüne Wiese Einkaufszentren stellen, von denen wir mehr haben als Deutschland, aber dafür weniger Grünfläche wie Deutschland, weil die mit der Raumordnung anders verfahren. Das ist handhabbar. Das heißt Raumordnung, Landtag, Gemeinderat, Aufsichtsbehörden, Nationalrat, das kann man machen. Das kann man einfach anders machen. Auf der Objektebene, sprich, was können wir als Einzelne tun, wenn wir dann das leuchtende Vorbild haben, wie die Räume besser geordnet werden. Ja, Tiroler Unterland, Start-up, Nachhaltigkeit, die haben sich unter Anleitung der Gemeinde, weil das die Gemeindeführung Wörgl und andere erkannt hat, zusammengeschlossen,
bilden Fahrgemeinschaften. Das heißt, die Gemeinde und angeschlossene Unternehmen geben derjenigen Dame oder demjenigen Herr einen Bonus, der in der Windschutzscheibe stehen hat, bei mir kannst du mitfahren. Und die machen sich das aus und der nimmt den Maurer und den Zimmermann mit rein ins Zillertal und am Abend die Pflegekräfte gegebenenfalls wieder hinaus nach Jenbach und erhält dafür eine Gratifikation. Wir alle sind schon, bei mir war es halt zufällig das Wiental, weil ich in Wien lebe und arbeite. Ich stehe an der U4-Station und sehe lauter Autos vorbeifahren mit Einzelnen drinnen, ja, die dann noch dazu verdrossen reinschauen, um sich, anstatt sich mit jemandem erfreut zu unterhalten über den prachtvollen Tag. Es lässt sich wirklich konkret ändern. Der Applaus gehört Ihnen. Dann würde ich noch unseren Gast in Wien fragen. Also ja, Herr Bergsmann, von der Unternehmensseite her, wir haben jetzt selbst Eigeninitiative gesprochen, wir haben die staatliche Intervention besprochen. Fällt Ihnen noch etwas ein, um eben, wenn wir auch in diesem Generationenkonflikt alt gegen jung sind, wie kann ein Shift gelingen? Also ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist der, den der Herr Zimmermann erwähnt hat in Bezug auf die Bürokratie. Es wurde vorher auch gesagt, man soll Dinge ausprobieren im lokalen Raum zum Beispiel. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir Raum schaffen, Dinge auch auszuprobieren, auch verschiedene Technologien auszuprobieren. Dafür müssen aber auch Genehmigungen und der Raum gegeben werden, um solche Dinge auszuprobieren. Wenn wir für Startups, wie es jetzt vom Unterlang präsentiert wurde, bis das Startup besteht, wochenlang irgendwelche Genehmigungen und Beantragungen und Wirtschaftskammer hier und diese Kammer dort brauchen, dann ist das einfach zu langsam. Ich würde da vorschlagen, dass man wirklich mehr Raum gibt. Gerade die junge Generation fordert diesen Raum. Die haben viele Ideen, die wollen die Ideen auch ausprobieren und dafür muss man Raum geben, Bürokratie zurücknehmen. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Hebel. Den absoluten Konflikt der Generationen erlebe ich bei uns eigentlich nicht, muss ich sagen, weder im privaten Umfeld noch im beruflichen. Ich sehe ihn. Okay. Ja, ich könnte auch noch was dazu beitragen. Ich weiß nicht, ob ihr mich hören könnt in Freisach. Ihr seid super. Erstmal super. Ihr seid super. Ich finde einfach überhaupt das Thema zusammenzubringen und die Zeit zu investieren dafür ist genial. Und ich danke für das, was ihr schon beigetragen habt. Aber ich spreche jetzt mal für Greta. Was würde Greta sagen? Sie würde sagen, ich bin müde zu hören, wie toll wir alle sind und wie gut wir schon alles machen. Ich bin müde, den Ego zu hören, dass doch alles in Ordnung ist, was wir tun und wie wir es tun. Und dass wir mit den gleichen Denken und den gleichen Handeln wie bisher es schaffen werden. Da sagt Greta, es ist viel zu spät. Ihr habt es schon kaputt gemacht. Sagt Greta, ja. Und sie sagt, ich bin müde, dass ihr immer wieder sagt, wie toll ihr seid. Weil ihr habt schon kaputt gemacht und sagt immer noch, ihr seid toll. Ja? Ich denke, wir müssen umdenken im Denken, wir müssen umdenken im Handeln. Vom Grundsatz her, wer spricht denn jetzt? 4 von 8,8 Millionen in Österreich? Was denken denn die 8,8 Millionen? Wer fragt sie denn, was sie denken? Wann kommt dann das raus? Ja? Und ich glaube, die Formate der Zukunft, die digital halt sind, ermöglichen es uns irgendwann, dass 8 Millionen Menschen jetzt miteinander, das sind 4,4 Millionen Pärchen, sich einander anschauen und die Frage stellen, auf was verzichte ich? Wo bin ich jetzt zu bereit? Und wenn 4,4 Millionen Pärchen in 8,8 Millionen alle sagen, wir wollen keine Autos mehr, dann dürfen die Autobauer umbauen, umdenken, sagen keine Autos mehr, wir fahren jetzt alle Fahrrad. Aber das ist, was im Denken fehlt. Diejenigen zu fragen, die den meisten zum Problem beitragen, das sind wir, und am meisten zur Lösung beitragen. Und wir haben aber keine Vorstellungskraft, wie 8,8 Millionen Menschen in 30 Minuten eine Unterhaltung führen können zu einer wichtigen Frage. Und deshalb, solange die wenigen die Frage nur diskutieren und die Masse außen vor gelassen wird, werden wir verlieren, diesen Kampf um 80% CO2 zu reduzieren. Ja, und weil wir so denken, stehen wir nicht auf und laden die 8 Millionen auf den Podium. Und an dem Tag haben wir eine neue Zukunft. Weil dann ist die Mehrheit die junge Menschen in der meisten Welt. Vor allem in Afrika und in Asien und in der Türkei und in Vietnam. You know, 60, 70% junge Leute.
Und deshalb sollten wir den Mantel abgeben und die 19-Jährigen sollten die Regierung bilden. Und dann werden sie es besser machen als wir. Und das sollten wir zumindest zugeben können. Dankeschön. Danke, Herr Kohn. Dazu muss man sagen, die 19-Jährigen müssen dann natürlich gewählt werden, um eine Regierung zu bilden. Und jetzt kommen wir zur österreichischen Realpolitik. Warum gilt das Auto nach wie vor als heilige Kuh, weil sich keine Politikergeneration bisher drüber getraut hat. Wir haben Steuerbegünstigungen auf Diesel etc. Und jetzt möchte ich in der letzten Runde genau aber auf den Verzicht kommen, um das zu schließen. Verzicht heißt ja nichts anderes, auch wie ich gebe ein bisschen von dieser Freiheit auf. Wenn Sie vom Fliegen reden, Herr Zimmermann, oder Sie vom Autofahren, für viele Österreicher, nicht nur im ländlichen Raum, sondern zum Beispiel auch der Billigflieger, ist das ein Wohlstandsversprechen gewesen. Viele konnten sich vor Jahrzehnten eben den Urlaub irgendwo, jetzt sage ich in Griechenland, nicht leisten mit dem Flugzeug, jetzt schon. Wenn das künftig teurer wird, dann ist das gut für die Umwelt, soll auch so sein, aber man muss halt meiner gewissen Bevölkerungsgruppe auch klar machen, dass ich mich in Verzicht üben werden müssen oder ich fahre halt dann ins Lesachtal oder woanders hin. Wie schafft man das? Das ist doch, glaube ich, die Frage, oder? Da habe ich es jetzt insofern ganz einfach. Ich bin in Vorarlberg aufgewachsen. Meine Eltern haben nie ein Flugzeug bestiegen. Ja? Also ich war dann die nächste Generation, die weiß, wie Fliegen geht. Meine Eltern konnten das nicht. Ich habe mich als Bub gefragt, wir sind auch ein Tourismusland, Vorarlberg. Ich habe mich als Bub gefragt, Urlaub, was ist das? Wovon reden die da? Wir waren immer zu Hause, es war schön hier. Und ich habe mich gewundert, warum die Engländer und die Deutschen zu uns auf Urlaub kommen und hier weite Wege zurücklegen. Das mag also sein, wenn man in einem, so begnadeten Teil der Welt aufwachsen darf, wie Vorarlberg oder wie Kärnten, dann kann man das alles so tun. Die Frage ist, ich könnte mir es jetzt leicht machen, ich bin 73 Jahre, ich muss nirgends hinfahren mehr. Ich war schon überall dort. Ja. Meine Reisen finden in meinem inneren Kosmos statt. Ja. Kann man es leicht machen? Können wir es den Jungen verwehren, dass sie die Welt kennenlernen wollen? Ich weiß nicht, ob der Patrick junge Leute kennt, die hungrig sind, die Welt kennenzulernen. Wollen wir ihnen das verbauen? Wollen wir es ihnen vermiesen? Ich frage es nur. Ich brauche es nicht mehr. Ja. Also ich würde sehr, sehr vorsichtig umgehen mit all diesen Verzichtspredigten. Das muss sehr, sehr sorgfältig mit Bedacht auf alle diskutiert werden. Und dann denke ich ja auch daran, dass die Welt noch in meiner Lebenszeit halb so groß war, einwohnermäßig in den 70er Jahren ungefähr. Jetzt gehen wir auf 8 Milliarden zu. Wollen wir den Ärmeren auf dieser Welt, ich habe gestern dem Herrn Swoboda sehr genau zugehört, ja, der deshalb wirklich aus einer Perspektive heraus betrachtet hat, dass wir die Armut der Welt betrachten müssen, wenn wir alle unsere Wohlstandsdiskussionen hier führen. Wollen wir denen Fortschritt verweigern? Ich frage es nur. Ich hätte das Herz nicht dazu. Ich glaube, jeder Mensch, egal wo er auf die Welt kommt, ob er im Slum in Bogota auf die Welt kommt oder in Afrika oder bei uns im Wohlstand, hat ein Recht auf Leben und auf ein Recht auch auf ein besseres Leben. Das wäre mein Appell, wenn wir über das Einschränken reden. Schränken wir uns doch ein hier in Mitteleuropa, aber dann geben wir es dorthin, wo es wirklich arm ist. Übrigens auch in Europa. Fahren Sie mit mir mal nach Rumänien in ein Roma-Dorf, dann wissen Sie, was Armut mitten in Europa ist. Also wir haben genug zu tun und wir müssen beim Verzichten das nicht in der Breite diskutieren, sondern an der Spitze diskutieren. Frau Dumreicher. Ja, also ich glaube, dass wir ein Element hier jetzt gar nicht gehabt haben, nämlich das Künstlerische und das Provokative. Wir versuchen so logisch zu sein. Und ich glaube, auf diese Weise werden wir das Problem nicht lösen, weil es ist unlogisch. Und es sind ganz viele nicht logische und nicht erkennbare Elemente drinnen. Und deswegen habe ich dort auch ein Plakat aufgehängt, das Mappamundi. Das ist ein Film, der eben auf eine surrealistische Weise auch diese Erkenntnis weitertreibt, aber eben mit Bildern, die direkt, ja, weiß nicht, welche Gehirnhälfte halt ansprechen. So kann es nicht sein. Also in diesem Film
den ich da, das ist schon ein zweiter und ich habe da auch mitgearbeitet dabei. Ich glaube, dass der Surrealismus und auch diese Bewegungen, die eben die Pest von Camus, also die Künstler, die sich damit beschäftigt haben, dass wir auf einem falschen Weg sind. Und ich glaube, mit diesem, ja, es ist ganz wichtig, dass die Industrie und sich da auch einklingt. Aber es muss auch Platz sein für andere, völlig verrückte Ideen. Und die kommen zu wenig heraus. Vielleicht auch die Theologie, die kann man auch als verrückte Idee vielleicht bezeichnen, die in der Logik nicht ganz drinnen ist. Und ich finde, es gehört im Raum für solche Möglichkeiten, eben zum Beispiel in diesem Spiel, das ich da jetzt entwickle, dass eben Menschen, die nicht so gut argumentieren können, aber trotzdem etwas zu sagen haben. Tourismus, Urlaub und so weiter, ja. Urlaub kommt ja von Erlauben, ja. Eine Industriearbeitsgesellschaft bringt eine Industriefreizeitgesellschaft hervor. Die Deutschen standen bis in die 90er Jahre massenweise am Fließband, massenweise auf der Autobahn und massenweise am Teutonengrill. It won't work. Es weiß jeder, dass man das korrigieren soll. Die fahren ja nicht hin, um das Land kennenzulernen, denn das Kennenlernen gegenseitig ist wichtig. Die Programme Europa, insbesondere Deutschland, Österreich mit Israel, werden gefördert. Die Programme Austausch Deutschland, Frankreich werden gefördert. Das EU-Programm Erasmus, um im Ausland ein Semester studieren zu können, wird gefördert, wird erweitert um Erasmus Plus, damit noch mehr wirklich Jugendliche Gelegenheit haben, andere Länder kennenzulernen. Genau darum geht's. Frau Professor Oberzaucher, die auch so zu diesem Denkraum der europäischen Toleranzgespräche gehört, plädiert längst für, und das gibt es auch entwickelt als Konzept, Nachhaltigkeit im Tourismus. Die Touristiker selber haben das bereits beforscht. Das am wenigsten Nachhaltige ist die Anreise. Und hier kann man natürlich einige Änderungen vornehmen. Natürlich wird es möglicherweise, so wie Sie sagen, dazu führen, dass die Flüge etwas verteuert werden. Dass nicht jeder jederzeit wohin kann, wobei viele, die das bisher konnten, heute sagen, im Grunde genommen habe ich ohne dies zu viel davon. Ja? Ähnlich wie Herr Zimmermann, Sie das ja auch berichten. So, und da gibt es natürlich nachhaltigere Mobilitätsformen. Es werden nicht alle mit Segelschiffen nach New York reisen, aber die ersten gibt's. Ja, natürlich geht das. Das wird kein Massenphänomen. Ja, aber die nachhaltigere andere Mobilität ist möglich. Es ist auch möglich, die Länder anders kennenzulernen, ja, als in irgendwo in einer Enklave unter Anwendung von Flughafen Englisch, noch dazu von Personal, das unter Sklavenbedingungen, wogegen die ILO tätig ist, ja, arbeiten muss, als Tourist bedient zu werden. Viele fahren ja in den Süden der Sonne wegen und nicht, um sich sozusagen endlich der Antike zu widmen. Ja, da stecken ja auch ein paar Lebenslügen drinnen. Okay, und da kann man korrigieren. Herr Bergsmann, wurde uns gesagt, hätte gern dazu noch was zu sagen, bitte. Ich würde gerne noch was ergänzen zur Diskussion vorher bezüglich Verzicht. Also ich schätze auch die Statements von der Greta Thunberg und ihre Analyse. Ich glaube aber, und da bin ich ganz fest davon überzeugt, dass Verzicht nicht die Lösung ist, weil er schlichtweg nicht mehrheitsfähig sein wird. Ich glaube, wir müssen andere Lösungen finden über Innovationen. Wir müssen Wege finden, wie Mobilität und Reisen auf eine andere und verträgliche Art möglich sein wird, weil schlichtweg der Großteil der Leute, wenn wir alle auf die Bühne stellen würden, wie Patrick Cowden das gesagt hat, glaube ich, dass die Mehrheit dort diesem Verzicht nicht zustimmen würde. Hang on. You guys, ihr spricht immer für die Leute, als ob ihr wisst, was die Leute machen würden und tun würden. Und dann entscheiden wir, anders uns zu verhalten, weil wir glauben, sie würden nicht mitmachen. Ja? Ich glaube, der Denke muss sich verändern, die 8 Millionen oder die 80 Millionen oder die 8 Milliarden mal ein Forum zu geben, wo sie das können. Wir können uns das nicht vorstellen, weil wir das bisher nicht konnten. Ja? Aber die Technologie ermöglicht es jetzt, dass an einem Montagmorgen in allen 30 Ländern die Frage gestellt wird, an allen 30.000 Mitarbeiter, wie geht's mir jetzt gerade mit der Krise? 15 Minuten. Ja, und man kann festhalten, was dabei rauskommt. Und man kann die zweite Frage stellen, was tun wir jetzt? Was ist unser Entscheid für Verzicht? Die Verzichtfrage sollten wir doch nicht die Mündigkeit der Leute wegnehmen und sagen, wir wissen, was die Leute wollen. Frag doch die Leute. Und wenn wir ein System nicht haben, der die Leute fragen kann, dann invent a system,
wo das möglich ist. Und vielleicht überraschen uns die Menschen, auf wie viel sie verzichten könnten, um wieder Liebe und Freude und Nähe in ihrem Leben zu haben, statt nur Dinge in ihrem Leben zu haben, die sie nicht weiterbringen. Und wir in der Luxuswelt, ja, wir können lange darüber diskutieren, Verzicht oder nicht Verzicht. Aber die Leute in Rumänien, wie eben auch schon gesagt, ja, die haben die Verzichtsfrage nicht, weil die verzichten auf alles. Außer der menschlichen Nähe, das Einzige, was ihnen noch bleibt. Und das ist uns abhanden gekommen, leider. Und wir merken es nicht mal. Deshalb nochmal viele Grüße von Greta. Vielleicht ist das falsch rübergekommen. Ich bin nicht dagegen, die Leute zu fragen. Das soll man durchaus tun. Demokratische Wahlen sind auch so eine Frage, die regelmäßig stattfindet. Ich glaube nur persönlich, dass sich keine Mehrheit dafür findet. Darum setze ich eher auf Innovationen. Darf ich dazu ganz kurz sagen? Herr Bergschmann, Ihre Aussagen, die wir bisher hörten, sind ein Beleg, nicht Sie als Person, aber Ihre Aussagen, für die extreme Pfadabhängigkeit der Debatte im Management, umgangssprachlich ausgedrückt Engstirnigkeit. Ich darf noch dazu sagen, bitte keine anonymen Größen und undefinierten Begriffe wie die Leute bzw. die Menschen da draußen. Jeder operiert und sagt, die Leute sind entweder zu dumm oder sie sind klug genug. Und jeder operiert, sagt, die Mehrheit wäre für Verzicht und die anderen sagen, die Mehrheit wäre nicht für Verzicht. Es ist die Frage, welche argumentative Auseinandersetzung in welcher Form geführt wird. Und dann kann man zu Entscheidungen kommen. Ja? Aber nicht mit anonymen Größen, mit unklaren Begriffen. Natürlich ist es so, dass jeder Einzelne zum Verzicht bereit wäre, unter der Voraussetzung, aber da gibt es empirische Studien, ja, übrigens aus der Geschlechterforschung, wenn auch der andere verzichtet, weil unsere Gesellschaft ist ja Pareto-optimal. Es hat sich jeder eingerichtet und keiner bewegt sie. Und wenn sich ein anderer bewegt, sagt man, na Jesus, dann geht's aber nicht. Ja, so. Also der Einzelne und die Einzelnen wären sehr wohl bereit, wenn sie wissen, es ist im Einklang. Das ist ja das Corona-Phänomen, weil man gesagt hat, das trifft alle. Und dann hat jeder gesagt, naja, bitte, Pech, aber es muss, ja, danke Patrick, ja, genau, ja. Und das trifft alle. So, kann man das ähnlich argumentieren, was viel, viel schwieriger ist, weil komplexer, weil weiter weg, weil Klimawandel in den nächsten Generationen ist. Bei Corona treffe es die Oma am nächsten Wochenende, ja. Das ist ja ein anderes Bedrohungsszenario, ohne deswegen dafür zu sein, mit Bedrohungsszenarien zu arbeiten in der politischen Argumentation oder der gesellschaftlichen. Ja, aber ich sage nur, Pareto optimal, der Einzelne ist durchaus bereit, das zeigen Studien, aber natürlich im Gleichklang, natürlich begründet, natürlich für einen Wert und ein Ziel. Herr Bergsmann, wollen Sie darauf noch replizieren? Ich glaube, dass das gar nicht so sehr im Widerspruch steht. Und wie gesagt, ich glaube jetzt auch nicht, dass ich da jetzt den Leuten die Stimme wegnehmen wollte. Man sollte nur wirklich die Leute fragen, so wie der Patrick vorher gesagt hat, und das einbeziehen. Dann wird man sehen, was rauskommt. Wenn vorher gesagt wurde, wir sollten die Jugend in die Regierung nehmen, das haben wir in Österreich. Wir haben eine sehr jugendliche Regierung. Sie stand zur Wahl. Die Mehrheit hat eine Regierung gewählt, die jetzt nicht die großen Innovationen in das Regierungsprogramm geschrieben hat. Also, ich bin für diese Abstimmung, stellen wir die Leute auf die Bühne und fragen wir sie. Gut, dann sage ich danke. Jetzt kann man einen Fakten checken und nicht verkneifen. Also die Regierung stand nicht zur Wahl, sondern die Parteien, die dann die Regierung gebildet haben. Herr Bergsmann, danke für Ihren Input. Ich hoffe, wir haben so ein angeregtes Mittagessen und ich würde sagen, danke vielmals für Ihre tollen Expertisen, für Ihre Erfahrungen, für Ihre Eindrücke. Danke vielmals und danke fürs Zuhören. Dankeschön, Dankeschön. Die Sendezentrale in Bonn übernimmt. Vielen Dank für die Diskussion. Es gab übrigens sehr viel Zuspruch zu den Thesen von Klaus Reitern im Netz, denn gerade auch die Frage der das Abwälzen von Umweltkosten auf die Allgemeinheit oder in Billiglohnländer ist halt auch thematisiert worden. Deindustrialisierung in Österreich, Patrick hat auch Zustimmung bekommen für seine klaren Positionen und mich erinnert immer diese Diskussion um Verzicht oder Nicht-Verzicht auf die sehr, sehr simple Frage, ob man lieber arm oder reich sein will. Da würden wahrscheinlich auch die Mehrheit sagen, dass man natürlich nicht arm sein möchte. Also da ist mehr
mehr möglich. Man kann vieles auch intelligenter organisieren, dezentraler organisieren. Es geht weiter übrigens mit dem Wirtschaftsforum jetzt um 14.30 Uhr. Dann geht es um gerechtere Steuern. Was kostet der Wohlstand danach? Das Thema Landwirtschaft, die Zukunft der Landwirtschaft, arme Bauern als Fragezeichen. Jetzt haben wir uns eine längere Mittagspause verdient. Um 14.30 Uhr sind wir dann wieder live dabei. Man hört, sieht und streamt sich also bei den europäischen Toleranzgesprächen auf LinkedIn, auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter. Bis nachher, bis gleich. Tschüss.